erstmal hier für die Polizei, die Veranstaltung ist somit öffentlich eröffnet und so. Genau, warum sind wir heute hier? Wir sind hier, weil wir scheiß wütend sind ob der ekelhaften, widerwärtigen Lüge, dass die Räumung der Rummelsburger Bucht in der Freitagnacht eine Hilfsaktion war, dass die Leute gerettet wurden. Du wärst nachts um 11 Uhr oder 23 Uhr wärst aufgeweckt. Ohne Bescheid zu sagen, gar nichts. Ja, halbe Stunde Zeit. Nur das Persönlichste mitnehmen. Alles andere muss da bleiben. Dann gehst du in die Frankfurter Allee. Auf der Pass wurde uns gesagt, ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen machen um euer Gepäck. Haben Sie zu uns gesagt, da kommen Sie nachmittags? Was heißt um 12? Du hast nur antialkoholische Getränke, also wenn du was auf der Bude hast zum Trinken. Weg! Du kommst rein und machst den Adel, du stehst so dran. Ja, den nächsten Tag hat es geheißen, ja, also wir können Nachmittag hin, können unser persönliches, das andere Zeug noch mitnehmen, ja, kommst nicht rein. Und alles platt macht. Unsere Zelte vom Frischmann ist Zelt einfach weg. Von der Jessie, die hat letztes Jahr für 5.000 Euro hat sie sich einen Wohnwagen gekauft, halbiert, kaputt. Ja? Und sowas geht einfach nicht. Ja? Das sind unsere persönlichen Dinge. Wir haben ja sowieso so wahnsinnig viel Geld, dass wir das uns leisten können. Es war mal ein Panzer da, mein Zelt war weg, Wohnwagen war kaputt. Andere Zeit war kaputt gemacht. Das ist unmöglich. Wir haben zusammengehalten. Das ist Zusammenhalt, das war das eine Familie gewesen. Das haben sie uns jetzt alles genommen. Alles genommen. In einer Nacht- und Nebelaktion. Ja? Haben Sie mein Zelt demontiert? Ja, kaputt gemacht, das hat gesagt. Mit noch private Klamotten da drin, Schuh, Isomat, Schlafsäcke, alles möglich. Nicht nur von mir. Von anderen Leuten. Ja, wie wir das ihnen gehen, wenn sie 2 Jahre oder 3 Jahre in einer Wohnung wohnen und dann auf einmal jemand an der Tür klopft, ja, eine halbe Stunde habt ihr Zeit und dann wird die Wohnung geräumt. Das ist lächerlich und das ist widerlich und erbärmlich.